Abheben ins Weltall. Beim Start eines Space Shuttles kann man im Cottbuser Planetarium Juri Gagarin quasi hautnah mit dabei sein. Im Raumflugplanetarium, benannt nach dem ersten Menschen im Weltraum, kann man zu den Sternen reisen, die Erde verlassen und zu praktisch jedem beliebigen Ort des Universums gelangen. Das Planetarium hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Sternenwarte, ist aber etwas ganz anderes. Der Kuppelsaal dient hier als Vorführraum, ähnlich wie in einem Kino. Allerdings wird nicht auf eine ebene Fläche projiziert, sondern auf eine Halbkugel. Heute dient es hier hauptsächlich als Vorführraum. Da werden Shows gezeigt, die vorproduziert sind und die Full-Dome-Videotechnik, also die ganze Kuppel, bespielen. Und da gibt es wissenschaftliche, astronomische Shows, aber auch welche, die nur der Unterhaltung dienen. Ansonsten haben wir natürlich viele Mietveranstaltungen, Schulklassen besuchen uns, aber auch Vereine oder auch Wissenschaftler, die Vorträge halten wollen, Arbeitsverteidigung bis zu Jugendwein bieten wir alles an. Neben diesen Veranstaltungen gibt es außerdem regelmäßig spannende Wissens- und Kulturevents für Groß und Klein. Wir haben jetzt 3 neue Shows im Programm. Eine davon ist richtet sich speziell an Kinder, aber auch deren Eltern, das ist der Traumzauberbaum. Ein visuelles Hörspiel hier für die Kuppel produziert, das ist, wird sehr gut angenommen. Und darüber hinaus haben wir eine neue wissenschaftliche Show, Ziel Zukunft, die sich mit dem Beginn und auch dem Ende des Universums befasst. Nun der Auftritt des Herzstücks. Heute beherrscht digitale Beamertechnik das Planetarium. Der 360 Kilogramm schwere Projektor ist für jeden Besucher ein absolutes Highlight. Wir benutzen eine Kombination aus verschiedenen Technologien. Die eine davon ist auch schon 100 Jahre alt. Das ist der klassische Sternenprojektor, der optisch mit Linsen Lichtpunkte an diese Kuppel wirft. Das Ganze wird dann noch ergänzt durch ein 2-Beamer-System, bei dem wir dann auch ganze Filme in 2K-Auflösung hier an der Kuppel zeigen können. Wer sich für das Planetarium interessiert und solche Themen spannend findet, der kann das Raumflugplanetarium Juri Gagarin in Cottbus besuchen oder eine der zahlreichen Veranstaltungen einfach mal buchen.